Hallo und herzlich willkommen abermals zu einer neuen Runde World of Tanks. Wir sind heute auf Windsturm unterwegs und mit meiner einer im T-54, einem Auto, was ich hassen gelernt habe. Ich bin ja nur, habe mich da durchgequält durch die Stockgun und den dreckigen Turm und boah. Jetzt kann ich sagen, er ist ausgebaut. Die Waffe zum Objekt fehlt noch. Aber er hat jetzt die Top Gun drauf, die zum 62 Alpha führt, wegen des höheren Durchschlags. Zwar nicht so ganz so genau, aber auf jeden Fall mehr Durchschlag, das war mir wichtig. Und es sind jetzt auch die Ketten drauf und ich glaube, das ist das ganze Geheimnis von dem Auto. Die Beweglichkeit. Weil jetzt kann man auch mal ausweichen, die Front wechseln, das ging mit der alten Kette überhaupt nicht. Man konnte dem Panzer nicht drehen, das war einfach nur schrecklich. So. Deswegen habe ich die Runde mal ausgewählt. Das war meine Abschlussrunde gestern. Und ja, das lief ganz gut. Ich will hier auch gleich mal eine Lanze für die Artis brechen. Auf die solltet ihr mal Acht geben, was mit denen passiert. Oder was die Artis da veranstalten. Das war richtig großes Kino. Von daher nochmal vielen Dank dafür. So. Also, ich wollte nicht gleich wieder in den Tod fahren. Das habe ich mit dem T-54 einfach zu oft gemacht. Deswegen fahre ich hier jetzt mittlerweile wie ein TD. Wie einen schnellen TD. Überall mal gucken. Gleich wieder in Deckung, wenn ich merke, dass ich aufgehe. Ja. Ist ja in der Anfangszeit eh erstmal nur beschnuppern in der Stadt. Ah, oh, was ist denn jetzt los? Entschuldigung. So, in der Stadt ist ja ordentlich schon Action, aber hier eben noch nicht. Und ich wollte mich nicht gleich mit den Zehnern anlegen, deswegen, ja. Da haben wir einen Tiger gefunden. Hab ich sogar aufgeklärt. Einen ins Dach. Nein, funktioniert nicht. Was machen wir da? Ich bin mich schon darauf vorbereitet, jetzt hier mich mit einem Heavy anzulegen. Und da kommt die Arti von oben und klatschen einfach weg. 1600 Punkte. Sehr gut. Danken wir uns nett. So, jetzt habe ich schon gesehen, ja, T-54E1, Badget, das ist alles nicht so das Wahre, deswegen erstmal ausweichen. Und E50 kommt von hinten, das ist allerdings nicht lustig. So, kann man eben den Turm hauen? Nein, kann man nicht. So, E50M, also der 10er sogar. Jupp, da konnte ich wenigstens eine geben. Mal in Ruhe ran. Ja, ein bisschen zielen. Dabei ist die Maus schon extra langsam eingestellt. Wie in einem schlechten Horrorfilm. Kommt plötzlich der E50 da raus. Ja, Kommandantenluke vergeblich gesucht. Untere Wanne funktioniert. So, dass der natürlich überall durchkommt, ist klar. Jetzt zu weit nach hinten konnte ich auch nicht. Ich habe einfach mal gehofft, dass ich ein bisschen Schützenhilfe kriege und bin nicht weggekommen. War so auf den E50 fokussiert, dass ich einfach nicht in der Lage war, mich hier zu bewegen. Ich weiß, das muss ich noch lernen. Das ist auch echt großes Manko. Kriegt da Schützenhilfe, Gott sei Dank. Ja, ich hau natürlich auf die Schweißnaht. Ist richtig. Das sind so Momente, da könnte ich... Untere Wanne. Funktioniert. Ja, super. Die ISO hat mich gerettet. So, ich jetzt One-Shot. Sehr schön. Macht richtig viel Spaß. Hab schon alle Messen singen gehört. So. Der wird jetzt zerlegt. Wollte ich auch nochmal mitmachen. Also nehmen wir ihn raus. So, damit ist die Front sauber. In der Stadt allerdings gibt es richtig Kloppe. Ah, ein bisschen größer machen. Dafür das hier ein bisschen kleiner. Das braucht eh kein Mensch. An sich bin ich ja immer noch auf der MP15 unterwegs. Deswegen hatte ich einfach mal gehofft, ja auch ein paar TDs noch vors Rohr zu kriegen. Das war jetzt der erste von... Ach, naja, was soll's. Ich glaube, die Mission, die hängt mir ewig nach. So, weiter zur Arti. Vorschleichen, vorschleichen, vorschleichen. Der Ruh ist ja noch da. Der muss da irgendwie weg. Ich wollte aber nicht, eigentlich gar nicht rumfahren, weil ich nicht wusste, wo sind jetzt die Heavys hingefahren, wo steht die Arti. Aber der Ruh muss da weg. Da gibt er mir noch eine. 15 Punkte noch.
drehen. Und da war er weg, Gott sei Dank. So, schnell weg hier. Nicht zu weit nach vorne. Immer in der tödlichen Unsicherheit der Arty. Der Carrier-Tier hätte mich auch aufs Korn genommen, wenn ich da jetzt sinnlos rausgefahren wäre. Und er tut es auch. Oder zumindest hatte ich im Fokus. Oh Gott sei Dank, weg. So. 7 fährt vor ins Cap. Hätte ich an seiner Stelle nicht gemacht. Ich wäre noch ein bisschen in Deckung geblieben. Irgendwas hat er auf mich geschossen. Keine Ahnung was. So, dann schnell da hoch. Ich dachte, hier steht die Arty. Steht sie nicht, aber zumindest erstmal in Deckung, solange ich noch offen bin. So, da oben rüber gucken, funktioniert nicht wirklich. Guckt die Wanne raus, mit 15 HP sollte man das lassen. Wo kann ich so ein bisschen verstecken? Hier. So. Boah, ich mir auch klemmen können, den Schuss. Okay, schon mal gekettet. So, ist 7 bleibt da drin. Übrigens, die Artis, ne? Haben insgesamt schon 4 Abschüsse. Und jetzt kommt ja erst das Entscheidende, was die Artis dann tatsächlich so machen. So. Ich komme da nirgendwo ran. Vorfahren wollte ich auch nicht mehr so richtig. Hat mir ein bisschen leid getan, den E7 da alleine zu lassen. Jetzt kommen wir so blöd. Also. Erstmal geben wir dem eine. So, und anstatt hier auf HE umzuladen, bleibe ich weiter auf AP. Schieß ihm zwar in die Ketten, in der Hoffnung, dass ein anderer drauf ballert. So, durch die Wanne kommst du da nicht durch, bei dem Winkel, aber im Dauerkettenzustand und dann nimmt mich der E75 raus. Das war saudämlich, da so vorzufahren und, ah, da hätte ich mich wirklich ärgern können, aber gut, was soll's. Ist halt so. So, dann kriegen wir das jetzt so gelöst, hier die Ansicht. Ja, ah, schade. Fliegt der jetzt raus? Ja, habe ich mich auch nochmal entschuldigt beim E7, weil wirklich, da habe ich ein bisschen gepennt, habe den E75 vergessen. Aber er war trotzdem zufrieden. So, Su-152. Da feuert die Arty auch nochmal drauf. Kann man die Karte ein bisschen kleiner machen. Passiert ja jetzt nicht mehr. Und da kommt die Arty wieder. Also, die haben richtig gut mitgedacht. Das fand ich super. So. ISU gegen T10. Kann man die Arty hier reinhalten? Oder kann sie es nicht? Muss mal ein bisschen gucken hier. Die Ansicht wäre vielleicht besser. Ja, was machen wir als ISO? Das ist schon eine blöde Situation. Hat er richtig Schwein gehabt gerade, dass der T10 so ungenau ist. So, er wartet auf die Artis, die auch mal den Reload angezeigt haben. Das ist auch sehr selten. Den Schuss, das war nicht so pralle. Unser Arti kommt da nicht ran. Loppt da ihm eine. So. Und er wartet. Eiskalt. Wie geil ist das denn? Er hat einfach gewartet. Er wusste, der T10 muss jetzt rauskommen. Und dann nimmt er ihn raus. Okay. Wir haben jetzt noch eine Bad-Chat-Arty im Gegnerteam. Also das war wirklich ein gutes Zusammenspiel zwischen ISO und Arty. Bad-Chat-Arty, die müsste irgendwo hier in der Stadt sein. Da ist er. Ah, kommen wir so schnell dahin. Schaffen wir's. Komm, fliege. Fliege, ich will das sehen. Ist ja schade, warum sieht man das hier nicht? Das ist ja richtig doof. Ja, da habe ich den deutschen Arty-Spieler angesprochen, dass man
tatsächlich einen wie ihn im Clan gebrauchen können. Er ist natürlich schon im Clan, so wie sich das anhörte, dann nach dem Spiel. Ist auch im Clan Wars unterwegs. Das ist ja nur eine Sache, die 3 LPD so gar nicht auf die Ketten kriegt. Einfach weil uns die Manpower fehlt, weil uns das Training fehlt. Aber ist ja nicht schlimm, wir sind halt ein Fun-Clan. So. Also, danke an euch drei, die beiden Artis und die Isu. Ihr habt das Spiel im wahrsten Sinne des Wortes gerettet. In letzter Minute, da kämpfen sie jetzt noch zu Ende. Das schafft die Bad-Chat-Arti nicht mehr daran zu kommen. Das wundert mich ja, dass ich die eigenen Leute da nicht sehen kann. Schade eigentlich. Jetzt noch Zugänge gesehen, wie das zustande kam, dass die beiden Artis sich da. Ach ja, jetzt aufpassen. Bums. Zu geil. Also, aufs Böseste gewonnen, wenn man so will. Also, cappen und den Gegner noch wegschießen kurz vor Ende. Das ist echt demütigend. Aber gut, so ist es manchmal. Dann kommen wir noch in die Auswertung. Also, für die erste Klasse hat es tatsächlich gereicht. Speermedaille, Schläger, Wirkungsfeuer, wie sich das gehört. Teamscore gucken wir auch nochmal rein. Also ISO ganz zu Recht ganz oben mit 1518 Basiserfahrung, sollte auch gemeistert haben. Und ich dann halt darunter mit 3008 Schaden, 3 Abschüssen und 1226 Basiserfahrung. Hat also für den Meister nicht ganz gereicht. Da hätte ich dann schon noch 1000er Schaden mehr rauskloppen müssen, weil die T54 einfach zu oft unterwegs sind. GWE 100 von besagten Dachrinne, 3517 Schaden, 4 Abschüsse. Und wo war die andere Arti gleich darunter? 2299 Schaden, 2 Abschüsse. Also richtig gut was abgegangen hier, wenn man bedenkt, dass wir einen Waffelträger bei hatten, der 0 Schaden gemacht hatten. Gut, T54 erwarte ich das jetzt nicht unbedingt, aber S3 und T10, die müssen einfach Schaden raushauen. Und wenn da gar nichts kommt, ist das schon ein bisschen. Aber okay, ich sehe gerade 2 Treffer kassiert, da wird er wohl einen richtigen gekriegt haben. Dann hat er vielleicht einfach nur Pech gehabt. Gut. Sei es drum. Schauen wir in die Auswertung. 19 Schuss abgegeben, 15 Treffer, 10 Durchschläge, besagte 3008 Schaden, darüber 280 über 300 Meter, 7 Schuss kassiert, 2 davon sind abgeprallt, Block bei Armor 710, 7 beschädigt, 3 zerstört, 1 gespottet und Player Assist Damage 2777 bei 2,3 gefahrenen Kilometern. 66.849 Taler gab es dann auch noch brutto, 26,6 sind übrig geblieben. Ohne Premium wären es 4.000 gewesen, also 9er fahren ist echt teuer. Gerade T54 fahren ist echt teuer. Und 1.839 Erfahrungspunkte gab es dann auch noch. So viel dazu, also das ganze Geheimnis gelüftet, mit Kette funktioniert es dann plötzlich. Am Ende macht das Auto nämlich jetzt schon richtig Spaß, ist dann nicht mehr ganz so das Hassobjekt. Zum Anfang. Schauen wir mal, wie dann der 62 Alpha wird. Das wird definitiv der nächste Panzer werden. Und ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.